So, liebe Freunde, vielen Dank für Ihr Ausharren. Wir wollen jetzt dieses Programm zu einem fulminanten musikalischen Schlusspunkt kommen lassen. Haben Sie bitte noch 3 Minuten Geduld, dann ist alles over. Wir singen jetzt. Kurze Vorgeschichte vielleicht. Ich habe vor etwa 6 Monaten eine Anti-Internet-Hymne geschrieben, weil ich finde, dass dieses Medium uns Jugendliche noch orientierungsloser und verwirrter macht, als wir ohnehin schon sind. Und als ich den Text geschrieben habe zu dem folgenden Lied, habe ich parallel dazu zufällig in der Zeitung gelesen, dass es in Amstetten eine Frau gibt, die im Altersheim lebt und sich, die 100 Jahre alt ist und sich in ihr kleines Zimmerchen im Altersheim einen Internetanschluss besorgt hat. Die Frau heißt Marie Koppendorfer und gilt als die älteste Frau im Netz. Und ich habe mir in den Lyrics des nun folgenden Liedes Gedanken gemacht, was macht eigentlich das Internet, dieses schnelle, junge Medium, mit einer Greisin, die so viel Erinnerung und Vergangenheit im Gepäck mit sich führt. Das nun folgende Lied ist sehr im Stile eines Michael Heldtau gehalten. Chanson, meine einzige Zukunft. Und jetzt kommt die Sensation, die Frau, von der ich gerade gesprochen habe, ist heute Abend hier. Sie ist den ganzen langen Weg von Amstetten bis hierher zu Fuß gegangen. Begrüßen Sie also bitte mit einem donnernden Applaus die älteste Frau im Netz, Marie Koppendorfer. Marie, nicht so schnell. Nimm Platz, Marie. Marie, ich helfe dir. Du schaust heute gut aus, Marie. Schau. Das Ende eines Lebens in einem Heim am Arsch der Welt. Ein leeres, altes Gesicht spiegelt sich wirr im Bildschirm einer viel zu neuen Welt. Traurige Gichtfinger tappen furchtsam über Tasten. Oh Marie, du Seele einer Frau. Aus alt mach neu, aus alt mach neu, das geht doch nicht. Aus neu wird alt, aus warm wird kalt. Soll der Cyberspace dir jetzt den lieben Enkelsohn ersetzen? Da werden Tränen tropfen auf die Tastatur. Wo sind die Menschen nur? Die Tür im Heim, vielleicht kommt wer rein, hast du gehofft. Einmal nur hat's echt geklopft, der feine Herr von Microsoft. Zum Installieren und Abkassieren. Und dann, die Tür fiel zu. Und über ein Rollstuhlkissen war dann Ruhe. Klick auf Hilfe! Klick auf Hilfe! Exit Error! Aus der Traum! Druckerstau im Papierkorb der Gefühle! Ein Leben seit 1903! Ein Name nur! Keine Links zu irgendwem! Oh! Lass die Maus aus, Marie! Oh, lass die Maus aus! Lass die Maus aus! Leg dich her! Oh, leg dich her, Marie! Erzähl uns von K und K und FKK! Von Brezhnev, von Thomas Mann! Von Schnitzler Zweig und dann ein Klick in die Vergangenheit. So viele Menschen haben dich gekränkt, Marie. Du denkst manchmal an sie, doch Alzheimer sei Dank erinnerst du dich nie. Oh Marie, 1902, Zeit der Ritter und der Handwerksleute, Zeit der Hurendiebe, Räuber, der Fürsten und der Industrie. Und mittendrin, Marie. Marie. Zeugin einer Welt aus Lug und Trug, aus Wahrheit, Mut und Handgepäck. Wie oft fuhrst du im Zug, Marie? Von Warschau bis nach Prag, von Danzig bis nach Posen, von Wien nach Oberammergau. Guten Abend, gnädige Frau, tönt's noch in deinen Ohren. Guten Abend. Der hübsche Kellner mit dem schönen Knie, er stieß mit diesem Knie an deins. Ihr wurdet Mann und Frau 1921, später aufs Vollmond, Liebestaumelei. Komm, Marie. Komm, trink ein Gläschen Gin mit uns. Den Tee schütt ins Klosett und mit ihm auch das scheiß Internet. Und erzähle, wie war das damals, 1941, 5 Buchstaben, NSDAP. Warst du dabei, dafür, dagegen, was dachtest du? Warst du im Widerstand oder wie die meisten damals nicht mehr bei Verstand? Und dann, als alles abgebrannt, hast du gelöscht? Mit Wasser oder Tränen? Komm mal, komm, lach noch einmal über Charlie Chaplin, Buster Keaton, was sagst du? Die Hindenburg Marie, wach auf und reib dir deine Augen, die dir der Bildschirm ruiniert. 1921, der erste Aufenthalt im Krankenhaus, Marie. Da war's wie heute, die neue Hüfte. In deinem Zimmer Nummer 14 roch's nach Aniskraut. Von dir selbst angebaut, du Gärtnerin deines Geschicks. Oh. Statt der Hüfte hattest du Tomaten, Zwiebel, Bohnenkraut. Oh, lass sie Maus aus, Marie. Lass sie aus. Lass sie Maus aus. Lass sie aus. Leg dich her, Marie. Leg dich her. Erzähle uns von K und K und FKK. FKK. Von Schnitzler, Zweig. Von Brezhnev, von Thomas Mann. Thomas Mann. Und dann? Dann? Ein
ein Klick in die Vergangenheit. Oh, so viele Menschen haben dich gekränkt, Marie. Du denkst manchmal an sie. Doch Alzheimer sei Dank, erinnerst du dich nie. Oh, Marie. Marie. Marie, was ist los mit dir? Marie, du wirst ja ganz downgeloadet. Komm, Marie, komm, trink, aber pass auf, trink dein Gebiss nicht mit. Und lass die Maus aus. In solchen Chatrooms kannst du nur verlieren. Was du erzählst, wird niemand interessieren. Doch fass die Maus an, Marie. Schalt den Computer ein, Marie. Schreist du das ganze Internet. Worldwide weg, Marie. Tut alles weh, 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 Marie. Ausschluss AD, Marie. Oh. Und lass die Maus aus. Lass die Maus aus. Und wer so viel Ruhe möchte, dann schreien, Marie. Schreist du das ganze Internet. Worldwide weg, Marie. Tut alles weh, 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 Marie. Ausschluss AD, Marie. Oh, leg dich her, Marie. Oh. Erzähl uns von K und K und FKK, Marie. Marie, dort Einsamkeit, dort. Bei so viel Ruhe muss man schreien. Da muss man schreien, Marie. Schreist das ganze Internet. Worldwide weg, Marie. Tut alles weh, 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 Marie. Oh, Marie. Erzähle uns von K und K. Von Brezhnev und Thomas Mann. Und jetzt steh auf und schleich dich, Marie. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank, ey. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, ist was passiert? Es tut mir echt leid, das ist ja immer echt gefährlich. Also ich wollte jetzt auch den Fluss des Liedes nicht stoppen, aber ich habe im Augenwinkel gesehen, dass es nicht zu schmerzhaft ist. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Aber Sie verstehen, wir mussten Ihr Leben in Kauf nehmen. Ist wirklich zerrissen? Nee, das war schon vorher zerrissen, oder? Na, ist was passiert? Weil Sie kriegen sonst gern 1000 Euro oder was? Und so ein kleines... Tut mir leid nochmal. Wirklich. Na, aber es war wichtig, dass wir geworfen haben auf dich. Ich meine, das ist ein Lied, das ist aktuell in den Arte-Charts auf Platz 18.734. Das wahrscheinlich berührendste Anti-Internet-Protest-Song-Lied, das es gibt. Nö, vielen Dank noch. Entschuldigung, wirklich. Also das ist nicht unser Willen, dass dann Leute überleben. In Zürich sind 4 gestorben. Aber die anderen waren begeistert. Stefan, wir müssen zum Ende finden. Es ist immer so, unsere Abende rinnen immer irgendwie so in Verzweiflung aus.